Punkte hier verballern. Boah, 5 Stück. Boah. Ich hätte gerne einmal Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft, Stärke, Stärke. Oh. Es ist wieder leer. So, ich will mal gucken, was diese Truhe hier. Ich will die Truhe da öffnen. Den Punkten. Nee, da ist nichts Geiles drin, ey. Nee, das ist der Knaller. Brauchen wir auch etwas Cooles. Ich auch. Na 25. Wie viel habe ich? Oh. Trick or treat. Smell my feet. Give me something good to eat. 280.000 Punkte. Schwert Heiliges. Oh. Oh, Schwert Heiliges, legendär. Ist natürlich wieder 108 Punkte schwächer. Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit, ja. Also Fähigkeiten halten. Eingeprägt. Jetzt ist aber die von meiner anderen Waffe ausgegraut. Wird er dann übersprungen oder was? Ja. Yeah. Habe ich nämlich schon mal. Irgendwie die Fähigkeit von einer Sache, ups, ausgegraut. Ich nehme an, du kannst nicht zweimal die gleichen Fähigkeiten haben dann, oder was? Ja, kannst du doppelt haben, ja, geht. Ja, aber bei mir ist sie jetzt ausgegraut. Ich habe jetzt einmal Basisfähigkeiten, nein, 15% Angriffsgeschwindigkeit in einem meiner Schwerter. Mit anderen habe ich jetzt 17% Angriffsgeschwindigkeit. Und dann mit den 17 ist jetzt hier noch am Leuchten und das andere ist jetzt ausgegraut. Hm. Also wird jetzt nur der höhere Effekt übernommen oder was? Kann gut sein, ja. Das ist aber doof. Müssen wir auf einmal so Heavy Metal Musik gewesen. Lebt er immer noch? Auf Gebiet hatten wir noch nicht. Hm. Jetzt sieht aus wie Eingang zu einer Dungeon. Sind zu viele. Hast du gerade diese Blutwelle irgendwie erzeugt? Ich war das, ja. So ein Blut-Tsunami. Ja, ich habe mal meine Ultimate gewechselt. Ich muss mal. Ich bin ja random am rumexperimentieren. Ah, ah. Bringen uns ja noch mit Ruinen. Bin noch nicht bereit. Lass mal mit reden. Seid ihr bereit? Gehen wir. Na, soll ich dich hetzen? Aber was? Ja, lass einfach da reingehen. Oh Gott. Rinder, da drin ist es sicher, da regt es nicht Metroiden. Außer es tut es. Oh, wie sie riecht. Alter, hier eine Gestank, der stinkt. So. Warum folgt die dir nicht? Wer? Diese
Zäuner. Warum, warum verfolgt die mich und dich nicht? Mich mag die nicht. Hast du schon wieder irgendwann dich nicht angenommen? Ich hab die da angesprochen. Wer willst du denn? Na, stand die davor? Okay. Ist keiner mehr hier draußen. Oh, du musst ja auf dem gleichen Stand sein. Vorhin, vorhin war die Höhle ja noch nicht da. Also. Kann man ja sehen. Nur in 10 Minuten. Klamme Höhle. Hey, yo. Ich bin noch nicht bereit. Wir haben nur so eine Blutwelle da. Oh, viele Gegner, viele Gegner. Ach, zusammengezogen für ein Paket. Au, au, au. Au, au. Einfach gerade raus, dann tun ich mir das nächste Ding einpacken. Da. Oh. Auf zu explodieren. Da bist du. Ist das? Aufhören! Hör auf! Ich will nicht! Weißt du, Minion? Ich bin nicht verbittert! Ich bin wütend! Ich auch! Hanni, die ist perfekt drauf für dich! Ich weiß nicht, ich bin gerade nicht so wütend. Ich habe gerade nicht so viel. Ich stehe einfach nur mit dem Rücken zu dem komischen Wasserfreak da zugedreht. Oh, verdammt. Weil all meine Sachen aktiviert. So, jetzt haben wir ein Stück. Aber okay. Ja, das wird mir sein. Ja. Geht's euch gut? Geister. Ich verschwinde. Ich will nicht hier herumstehen und trübsal. Schon. Da ist ein Buch. Das gibt uns keine Geschichte. Oh, hier kann man nicht zum Anfang den Dungeon. Ist ja auch nicht besonders lang. Ja, aber wahrscheinlich eine halbe Minute Fußweg. Und ich habe so viele Waffen, die ich mit mir rumtrage. Wegen 5 Tonnen. Versuch mal auf den Stuhl zu sitzen, wenn du 4 Waffen mit dir rumschleppst. Ja. Bin auch nicht bereit. Sind wir? Ich habe gehört, der soll viel Glück haben. Ja. Ich kenne nur den Sinnbahn von Scheherazade. Ich weiß nicht, ob die Serie so hieß. Was haben die immer gesungen? Von mir. Ah.
Na, wo muss ich ihn hin? Na, da war mein Ultimate. Ich muss warten. In 500 Glut in Höllenglutzonen auf. Aufsteigender Magnat. Oh, jetzt kann ich ein aufsteigender Mörder. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Das sind so viele. Amulette brauche ich nicht wirklich. Ist ja irgendwo noch eine Waffentruhe. Ich muss warten. Ich surfe auf deiner Welle. Ja, das fehlt mir auch noch, ey. Bro, die Wellen, die du produzierst, sind voll Knorke. Mit Daniel Experience 5-5. Ja. Wenn ich die Welle mache, muss ich machen. Oh, da sind noch Waffen. Oh Gott, explodieren. Da, oh, die halten mich einfach fest. Ich bin noch nicht bereit. Hör auf, mich anzuspucken. Ich konnte den Stein nicht zerstören. Das ist ein einsames Skelett, das mich auf mich losgeht, ey. Mit der erhobenen Schwert. Ah, ich kriege ich. Ich habe mir gerade angerichtet. Ein Attentäter von einem Soldaten, den du auf mich geschickt hast. Ja. Gut, 500. Ich muss warten. Oh Gott. Ich will auch nur zu der Truhe hin, Mann. Oh, der hat mich weggezogen. Halt das Nappenknäuel, ey. Ha! Ich muss warten. Ach, was da reicht. Wo wäre das nichts drin, ne? 150 habe ich. Ein heiliger Streitkolben. Ich bin aufwegen mir Stücke.
Warum ist er denn hier schon? Oh, zwei Hand, legendär, yeah. Heilig. Ich kann da nicht rein, hier ist immer die Gift. Ja, ich feuer zurückgedrängt. Ah. Ja, ich habe genug von diesen von dieser blöden Welle hier. Ich hau ab. Halt, halt! So. Ah, oh, die ist sogar sehr gut. Ah, oh, sogar eine bessere Waffe, die ich bekommen habe hier. Plus 150 Schaden. Überwältigungsschaden. 42 auf alle Werte, ja bitte. Nur der Effekt ist halt ein bisschen blöde. Doppelschwung, das habe ich doch gar nicht. Okay, cool. Ah. Gut. Mission abgeben. Wo sind die? Da oben. Ach, da unten ist auch nein. Die Ertrunkenen sind erledigt, zumindest vorerst. Ich werde den Jungs sagen, dass sie wieder an die Arme. Sag ihnen, sie sollen nicht mehr schwimmen gehen. Wir haben schon viel zu lange die Füße an Land still. Ah, dusch. Und SpongeBob hier. Okay. SpongeBob ein Bademeister war und das ist so ein Typ, der hat die ganze Zeit so einen anderen Typen hier gegen so einen Felsen geschmissen. Ich war euch gegenüber zu schroff. Und ihr habt mir geholfen. Mehr als alle anderen. Meine Mutter liebt es, Sessel. Mein Vater. Ja, wir sind Wohltäter. Ich weiß nicht, ob er sie liebte. Ich wollte nie fragen. Unserem Dorf ging es gut, bis meine Mutter verschwand. Aua. Ihr könnt es euch denken, hm? Im Gegensatz. Hey, so ging es auch in meinem Dorf. Und nun ist es vorbei. Ich danke euch, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund, Kollegin. Ich bin nicht dein Kumpel, Alter. Jonas Erbamulett. Ist ja ein heiliges Amulett, der ist ja scheiße. Das lass ich mal fallen. Hier, nehmt dieses Amulett. Okay. Pff, was? Argon-Punkt. Wir fehlen uns hier noch 10 Gebiete. So. In Havisa fehlt uns noch. Da gehen wir da auch noch hin. Mit den Paragonenpunkten. Ne? Ein Stützpunkt. Dann sind wir auf 475. Dann eine Gebiet, das noch fehlt. Ein Gebiet, das gibt's nicht. Was hat denn? Achso, Höllenflut. Da waren wir gerade. So. Ich gehe mal kurz nach Kyowa-Stadt, um meine Trink hier hoch zu leveln. Ich will auch. Wo ist nochmal Kyowa-Stadt? Da. Oh, schon mal. Aber. Jetzt habe ich so gefühlt, mal wieder ein bisschen schneller leveln. Ja, irgendwie schon, ne? Weil wir letztes Mal irgendwie voll lange gebraucht, bis wir ein Level bekommen haben. Das ging mal so ganz schön viele.
Etwas für die Kälte und Dunkelheit. Gutes Geschäft bei Vaters Segen. Warte mal, mein Lager. Aber ich ja nicht brauche. Was sind diese Köpfe, die ich hier noch habe? Oh ja, warte mal, jetzt kann ich ja. Ah, jetzt kann ich das in eine Sekunde. Ich kann jetzt diesen Aspekt, den ich letztens rausgenommen habe, kann ich jetzt in die andere Waffe rein tun. Oh. Ja, ich kann das hier eigentlich checken. Wird das irgendwo angezeigt? Basisangriffsgeschwindigkeit. Ja, wir haben jetzt keine Bonus oder ne. Irgendwann nicht. Angriffsgeschwindigkeitsbonus 9%. Als eure Basiswaffengeschwindigkeit. Neun, aber ich habe doch 17%. So, ich weiß nicht, ob das ausgegraut ist, bedeutet, dass der Effekt jetzt nicht aktiv ist, aber ich packe da mal andere Dinge rein. So. Einige pro Sekunde Feuerschaden so. Alles klar. So. Und da ist nicht ausgegraut. Oh. So, Tränke. Ganz vergessen. Deswegen bin ich ja hingekommen. Das kann ich hier nicht tun. Hm? Was bedeutet damit? Ja, ich brauche noch welche. Kodex der Macht. Ja, aus den Dungeons. Wenn ihr die Zutaten habt, sag Bescheid. Baue ich euch was. Einfordern. Also Daniel so. Ist der Anführer. Du darfst den Daniel nicht in Frage stellen. Na, nächstes auf Level 70. Ich habe jetzt einen starken Heiltrank. Seid gesegnet. Ich auch. Das Symbol ist jetzt auch vollkommen anders hier. Jetzt ist er so ein dicker Kasten. So, wo willst du denn hin? Mal gucken. Wenn du guckst, tue ich meine Zugbrücke runterziehen. Ja. Oh, was kann ich denn noch gebrauchen? Nicht. Alter, ist draußen ein Sturm los. War das draußen ein Sturm? Hm? War das draußen ein Sturm? Ja, voll Regen überall. Ja, das ist schon ganz gefällt, ne? Ja, richtig gemerkt. Da hat das schon geregnet, bevor wir angefangen haben. Wo habe ich jetzt die Markierung auf der Karte? Ich sehe einen Pin bei dir irgendwo. Hier. Ich finde den aber nicht auf der Karte. Bitte yeah. Klein. Ja, ich habe ihn gefunden. Das ist sogar ein Wegpunkt. So, den willst du haben? Dann holen wir den. Hast du deine Tränke schon hochgelevelt und so? Den
Primärangriff von Knochenspeer macht alle weiteren getroffenen Gegner nach dem ersten verwundbar. Okay. Ist das der normale Angriff? Knochenspeer? Nee, das ist ein Fähigkeitenangriff. Das ist irgendwie eine Quest. Annehmen. Vielleicht müssen wir da rein. Für die Quest. Ich habe es gerade so aus Gul'ran geschafft. Mein Freund Erdin hatte weniger Glück. Ich ging zurück, um seine Überreste zu holen und... Nun ja, die Kannibalen haben... Sie waren sehr hungrig. Ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, diesen blutigen Sack durch die halbe Steppe zu schleppen. Erdin war nicht besonders gut, auf seine Familie zu sprechen, aber trotzdem gehört er nach Faruk. Oh, verdammt! Bitte, falls ihr dorthin reist, könntet ihr Erdin zu seinem Vater bringen? Falls wir dorthin reisen. Ich kümmere mich darum. Falls, ich denke. Echt überall diese Beutetruhen, nee, was zum Teufel? Ja, damit ihr überall zu deinen Dings. Ja. Sachen ablagern, ganz weiß. Sind wir nicht schon mal da runtergegangen? Mhm. Also die Aussicht kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ja, das ist Hauptstory, waren wir hier, glaube ich. Ja. Mit Loras. Warum haben wir da doch nicht den Aspekt? Das macht mich schon wieder leicht aggressiv. So. Jetzt müssten die Gegner eigentlich um mich herum brennen, wenn ich... im Berserkamos gehe. Muss ich mal checken. Ja, dann, ich bin nur noch in dem Blutfleck. What? So. Oh. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ja, ich glaube, das ist mein Feuer. Ist diese Druckwellen am Boden bei mir? Ich glaube, das ist Feuer. Ja, ja. Ist voll über die Brücke gesprungen, der Typ. Ich dachte eigentlich nur, meine Gegner um mich herum tun die ganze Zeit brennen oder so, aber ich tue so eine Druckwelle auslesen. Dann mit 100 Monsterteile. Heftiger Verfolger. Da war er weg. Ah, du bist aufgelehrt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Jedes Mal, wenn du auflevelst, spüre ich es. Ich töte 1000 Kannibalen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin nur noch ein Blutfleck.
pflegen. Ich bin noch nicht bereit. Aha. Der ist auch aufgestiegen. Mein Schatz. Breathe. Tod dringt aus diesem mein Schatz. Da war ein bleicher Fremder. Elias nannte er sich. Der heute in den Küchen. Nur Elias. Als er mich sah, fragte er mich nach dem Gefängniswärter. Ich verwies ihn auf die Palastwache. Fehlt mir noch einer. Ach, da unten. Boah. Später flüsterten die Diener von einem Unheil im Kerker. Es kann nur mit ihm zu tun haben. Ich habe ein schreckliches Gefühl. Treffen wir uns heute im Teehaus? Ich könnte eine heiße Tasse vertragen. Und Gesellschaft. Ich trinke keinen Tee. Ich bin mehr ein Fan von Kaffee. Ich bin noch nicht bereit. Meins. Getroffene Gegner lassen Gold fallen. Natürlich doch gerne. Mal mit denen geredet. Muss mal stehen. Ich muss warten. Ich muss warten. Ja, weil ich sehe nur Leute durch die Gegend springen. Halte doch mal still. Okay. 1200. Was ist er denn? Oh, nur ein Wahnsinniger. So. Jetzt kann man da oben rein. Tötet den besessenen Rohling. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Gold, 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 Gold. Hier. Ah ne, da war die Tür gerade. Bevor du das Bild betrittst, sehe ich einfach nur so ein Schneeregen irgendwie. Ja, das ist ein Blizzard. So, was zum? Hier ist nichts. Verschwendete Programmierung. Ah. Den schnapp ich mir.
Aber wir sind ja noch. Das ist ein Doppelgänger. Hier ist auch nichts. Die rote Gasse. Warum so viel Schaden, Kollege? Ich bin noch so buff. Ich bin noch nicht bereit. Ich reiche nicht. Ja, in der Wand aufgestellt. Wir sollten jetzt jemals da reinkommen. Ja, ich habe Blut. Ich habe Blut auf meinem Pelz. Sag, wo du das Ding hinschießt. Ich dachte, du müsst die Welle reiten, Daniel. No, da kommt wieder neue Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Duff. Alter, was ist denn hier los? Alter. Ich bin so in eine Wampe in mich reingerannt. Ich bin noch nicht bereit. Okay, aber alle. So. Wen geht's jetzt auf die Nase zu geben? Ah ja, was geht? Ich war einfach drin stehen. Jawohl. Ich bin noch nicht bereit. Yay. Kopfschutz heilig. Yay. Legendär heilig. Jetzt bekomme ich die ganze Zeit neue Sachen. Ist leider nicht so gut wie was ich jetzt habe. Oh, der heilt mich aber. Pro Gegner in der Nähe werdet ihr um 41 Leben pro Sekunde geheilt. Stahlgriff und Todesstoß, habe ich das? Ich glaube nicht. Nein. Verdammt. Okay.
Final Dungeon. Level 70. Okay. Stehen schon wieder in Reihe und Glied hier, die ganzen Soldaten. Kann ich hier so ein ungewaschener Barbar sein? Na, noch irgendein Aspekt? Ja. Ja. Ja, ich hab noch mehrere. Na, da raus. Wow. Entfernte Gegner während einer Barriere nicht haltet. Echt. Alter, das kann ich gar nicht markieren. Ah ne, solange wir hier in den, das geht ja auch nicht, solange wir hier in den. Ja. Oh, warte mal, Jetzt hier raus, ne? Warte. Ach, das ist schon wieder 9 Minuten. Ah. Weltboss? Ja. Wie lange hast du den Weltboss? Ja, 9 Minuten ist aber erst. Na gut. Okay, warte mal. 9 Minuten. Sollen wir 9 Minuten noch machen? Wir können über das Leben reden, Daniel. Oh nein, wir müssen reden. Ja, unsere Freundschaft besteht nur aus oberflächlichen. Ja. Was hast du denn jetzt da fallen gelassen? Was? Nein. Bleib mal da. Gefängnisschlüssel hast du jetzt hier fallen gelassen, was? Ist das für mich? Ich nehme das mal auf. Danke. Wie komme ich zurück? Was war das denn jetzt da? Wie hast du dazu was? Toll. Jetzt. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich komme hier nicht mehr rein. Na, was soll's. Ja, bleibt jetzt mal hier drin, ne? Ich habe den Dungeon jetzt verlassen. Ja. Ich meine, da lernst. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich zurückkomme. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ja, du brauchst den Gefängnisschlüssel nicht. Keine Angst. Ja, bist du drin, aber ich weiß nicht. Ich bin draußen. Ja, ja, ist egal. Wäre schon nicht wichtig sein. Was hast du denn jetzt da fallen gelassen, ey? Jawohl, ich hab nichts fallen gelassen. Ich nur teleportiert. Da lag auf meinem Gefängnisschlüssel. Ja, hab ich gesehen, aber ich hab nichts gemacht. Bin nur auf der Karte gegangen, hab irgendwie den Ding sehr. Mich so eine Stadt hier enteleportiert. Was wieder durch. Brock. Das klingt gut für mich. Den behalte ich mal noch dem. Ich hab das Ding eingesammelt, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich auch nicht. So, wo ist der Weltboss nochmal? Ich bin schon wieder aus den Augen verloren hier. 6:30. Ich gehe schon mal dahin. Halte dich im Auge. Wir müssen es einmal wissen, was damit auf sich hat. Ja. Ich warte beim Tempel der Fäulnis. Sieht aus wie ein Anker hier. Hm.
Okay, hier sind ein paar Leute. Oder haben wir das schon mal gemacht? Weiß ich nicht. Sag mir nichts. Er sagt, die sagen Hallo und Grüße zu mir. Was soll ich tun? Du bist zu cool dafür, Daniel. Red nicht mit ihm. Beginnt in 5 Minuten. Die Diener der Hölle rufen ihren Anführer. Da kommen immer mehr. Ein, zwei, drei, okay. Vier, fünf Leute. Wie komme ich denn da hin, ey? Ja, teleportiere ich zu mir oder so, ne? Muss kann ich mal irgendwie nicht. Boah. Dann komm halt zu mir. Ja, ich weiß ja, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, du Klon. Geh nach Giranda, ey. Das ist irgendwo hier. Ja, Trockenstäbe in der Mitte. Jetzt hier. Ja, da bist du doch gerade. Jetzt geh einfach nach oben. Einfach nach oben und nach rechts. Und dann wartet ein gut aussehender Typ da an so einer Kreuzung. Ja, genau der. Ich glaube, ich gehe wieder in die andere Richtung. Okay. Warum kann ich da nicht rein? Ich muss warten. Alter. Warum kann ich da nicht rein? Was zum. Ich komme da nicht rein. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Alter, ich komme. Zopf. Hilfe. Ja, ich mach das schon, Daniel, keine Angst. Du bist zu spät, Junge. Na ja, kann ich hier rein. Boah. Eine unsichtbare Wand, die hat mich davon abgehalten, da reinzugehen. Du durftest hier nicht rein. Hey, was ist das? Seht. Ein Pentagramm. Wer macht das? Los, flex dein Engeldingen. Was du da hast. Wo ist das? Tu uns nicht vor den Leuten hier blamieren. Ja. Wut in brannter Bürger. Magischer Krieger. Seht. Aber das haben wir schon mal gemacht, Daniel. Ja. Ja, da kommt mir bekannt vor. Hat er sich gelohnt? Ich weiß. Ich glaube nicht, das wäre die Aufgabe. Wir haben den Gegner besiegt, aber wir haben die Aufgabe nicht. Das ist aber ein großes Pentagramm, Daniel. Wo kommt das her? Warum ist denn einer ein Werwolf? Ja, der ein Druid ist. Also. Was soll ich sagen? Ich löse das Rätsel auf, Daniel. Das Pentagramm ist von mir. Ja. Ja, die Gegner, die da drin stehen, sind 40% langsamer und machen 20% weniger Schaden. Nice. Aber weiß ich nicht, das habe ich am Anfang mal benutzt. Dann gibt es noch Eiserne Jungfrau, das ist auch so. Da kriegen die Gegner Schaden, wenn die uns direkt Schaden machen. Da habe ich immer noch was mit dem Lagerfeuer auf sich hat, ey. Ja, weiß nicht. Nur damit erst interagieren. Ja, ja, man kann auch damit interagieren, aber bringt ja nichts. Feuer wird geschürt. Ich habe Feuer gemacht. Hallo. Die
Bestie lebt in euch. Was? Er lebt in dir. Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Danke. Ja, doch, danke. Nicht schlecht. Na, los geht's. Ja, da ist er tot. Ich darf mal alles aktivieren, was ich habe. Wahrscheinlich schon alles vor uns fertig hier. Ich muss warten. Weil ich jetzt hier bin. Um links. Um links. Ja, für Weltbosse. Dieser Puppi einfach. Ach, der voll durch. Wir helfen. Ja, irgendwie. Kann ich nochmal voll geben, was hat gesehen? Können Sie auch ruhig irgendwie so einen super starken Boss irgendwie hier reinpacken. Für mich ist voll Zeitverschwendung, jetzt so kleine Mobs hier zu erledigen. Ja, irgendwie schon. Die volle, irgendwie voll über den Haufen, ja. Nach welchem Level richten die sich denn dann hier, wenn alle hier sind? Keine Ahnung. Das hat gar keinen Sinn, Mann. Ja, beschwer dich doch bei Blizzard. Schick den Brief. Okay. Liebe Blizzard. Ich bin voll unzufrieden mit eurem Spiel, Mann. Geht ja aber gar nicht. Als langjähriger Fan, der 2 Blizzard-Spiele gespielt hat, habe ich das Recht auf eine sehr gute Spielerfahrung. Grüße von irgendeinem Pisser. Daniel, du ich bin auch nicht bereit. Okay. Neue Legion sind der Schlacht beigetreten. Oh nein. Beim Odysseus. Okay, hier sind eine Menge Gegner. Wenn alle unter den Teppich gekehrt. Leute, will jemand diesen verlorenen Rucksack da erkunden? Okay.
Mein Gott. Oh, ich kümmere mich um die Seite hier. Nicht so viel der Gegner. Keiner ist eingegangen, die waren alle mir. Oh. Todeshaufen. Ich bin noch nicht verletzt. An! Den. Wir sind bestimmt die stärksten in dieser Gruppe. Ja, genau, vor allem, weil der eine Level 72 ist. Gab es nicht in Elder Scrolls auch irgendwie so weit, wo man irgendwie von Ort zu Ort hingehen musste? Weiß ich jetzt nicht so. Ach nee, wir sind immer hier so. Wenn wir irgendwie Anker gemacht haben, da gab es immer so einen Weg, den man gehen musste, ne? Ja. Wir haben einen Anker gemacht, dann haben sich alle zu den nächsten teleportiert, dann sind wir alle dahin gegangen. Ja. Unsere Ankerrouten gemacht. Und schnell gelevelt sind. Bin ich gelevelt. Oh, ein Streitkolben. Okay. Oh Gott, ich denke, nächste. Okay, ich habe einen Kopf gefunden gerade. Ja, ich habe auch einen Gurgel in der Kopf. Lebt wohl. So, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich habe ich jetzt keine legendären heiligen Klamotten bekommen. Ich auch nicht. Du brauchst die auch nicht. Nur ich. Ich brauche dich. Nur ich. Ich ganz allein. So. Wie ganz doch.